Moin, Duxi. Moin. Hi. Ja, was sind das für Gefühle, wenn man so in Scheidung reinkommt? Wenn ich das mir so anschaue, dann schlägt mein Herz ganz schön doll, wenn ich mir hier vor der Ostkurve hier stehe. Total spannend. Du bist ja vor kurzem zu Werder gewechselt. Wie war das denn bei dir hier mit dem Betreten des Stadions? Ja, ist auch für mich sehr besonders, weil ich Werder als Riesenverein sehe und immer gesehen habe. Wo ich dann das Interesse gehört habe, ja, da freut man sich immer als Spieler, ne? Ja. Und dann war mir auch relativ schnell klar, dass ich das auch unbedingt machen möchte, weil für mich gehört Werder einfach in die Bundesliga und ich wollte einen Teil dazu beitragen, das auch hinzukriegen. Und deswegen habe ich mich dann auch für Werder entschieden. Ja. Naja, und natürlich mit den Fans im Hintergrund noch, die dann immer bei deinem Torjubel dich noch mit unterstützen, das ist natürlich dann doppelt schön wahrscheinlich, ne? Ja, klar. So habe ich es mir natürlich auch nicht ausgerechnet, ne, dass die Leute dann auf einmal einen Jubel mitmachen. Ja. Aber klar, das war dann vom ersten Moment an auch sehr besonders für mich. Ja. Zeigt auch die Wertschätzung, die ich dann hier bekomme von den Leuten und macht mich enorm stolz. Ja, spannend. Wollen wir mal Richtung Trainerbank gehen? Da möchte ich aber nicht sitzen, ne? Ich möchte lieber hier auf dem Feld stehen. Auf dem Feld, ne? Viel interessanter auf jeden Fall und ein paar Tore bejubeln. Das auf jeden Fall. Was für Gründe haben dich denn bewegt, zu Werder zu wechseln? Du warst ja vorher schon sehr, sehr erfolgreich. Ich habe noch gesehen, du bist immer noch bei Borussia Dortmund 2 derjenige mit den meisten Toren. Okay. Und du warst ja auch in der zweiten Bundesliga jetzt auch schon Torschützenkönig und auch erfolgreich in Hannover. Ne? Und dann was gibt's dann für eine Motivation zu sagen, hey, ich gehe nochmal ins Risiko, gehe aus einer sicheren Umgebung weg und wechsle den Verein, Top-Verein, aber trotzdem ist natürlich ein Risiko damit verbunden. Klar, Hannover hat dann auch versucht, mich irgendwie zu halten, was ich dann auch gut fand. Aber wir sind irgendwie nicht auf einen Nenner gekommen. Ja. Und dann überlegst du dir halt, ne, gerade ich als Spieler dann auch oder dann auch der Verein, wie macht man das dann? Mhm. Ja, und wo dann das Interesse aus Werder kam, hat man sich hingesetzt und miteinander gesprochen. Ich wollte es dann unbedingt machen. Mhm. Dazu muss ich noch sagen, mein Sohn lebt in Kiel, ist von der Entfernung auch ein bisschen näher. Ja. Das hat mir auch nochmal so ein, ein Stück weit den Freiraum einfach geschaffen. Ne? Den du Freiraum kannst auch mal, geschaffen, mal vorbeizufahren. Die Nähe dann auch zu ihm war da natürlich auch ein bisschen mit dabei. Klar, wie gesagt, das Interesse von Werder braucht man nicht abschlagen, weil ich glaube, jeder Fußballer wünscht sich so ein Angebot dann auch von so einem Traditionsverein, so einen großen Verein hier auflaufen zu dürfen und so war es dann bei mir auch und so habe ich mich dann auch im Endeffekt für Werder entschieden. Ja, also es ist ja auch wichtig, eine gute Work-Life-Balance dann zu haben, wenn du sagst, du willst bei deinem Sohn sein, du willst trotzdem natürlich noch erfolgreich sein, hier mit Werder den Aufstieg auf jeden Fall wieder eintüten und nach Hause bringen und Teil eines guten Teams wahrscheinlich sein, ne? Oder was war deine? Ja, absolut. Ich habe großes Potenzial in der Mannschaft gesehen. Ja. Hab da lange überlegt auch und mir war dann aber definitiv vom ersten Tag an klar, ich möchte das unbedingt machen, weil, wie ich schon gesagt habe, der Verein, glaube ich, hat zu mir absolut gepasst. Mhm. Ich fand sehr viel Potenzial in der Mannschaft und ich habe mich da gesehen. Und dann kam die Nähe zu meinem Sohn noch dazu und ja, das hat alles einfacher gemacht. Und ich glaube im Endeffekt, dass es genau der richtige Schritt für mich war. Mhm. Ja, Duxi. Riesenatmosphäre hier mal am Stadion und 42.000 Leute, 42.000 Fans, die dich anschreien und dich bejubeln und sagen, hey, geil, wieder ein Tor gemacht, Teil des Teams, enormer Druck, der daraus resultiert und auch wenn du hier vor der Bühne stehst, Interviews geben darfst und so, bist du im Ideal immer präsent. Wie kriegst du es hin, dass du neben den ganzen Druck, der von außen auf dich einwirkt, trotzdem noch eine gute Work-Life-Balance hast, dass du trotzdem noch so relaxed, entspannt bist, wie du jetzt gerade bist, dass du mit deinem Sohn noch Flachsen machen kannst. Wie organisierst du das? Ja, ich glaube, dass das
irgendwann einfach eingespielt ist. Dass du einfach weißt, jahrelang schon Freunde, Familie, ja, dass man sich vielleicht ein, zwei Wochen nicht sieht. Ja. Das ist dann irgendwann normal. Daran muss ich mich gewöhnen und müssen sich die Leute um mich herum auch gewöhnen. Dein Ankommen bei Werder, gab es da irgendwo ein Aufnahmeritual oder irgendwas? Kennt man ja bei Fußball, dass man einmal singen darf oder ein Tänzchen machen darf. Gab es da irgendwas Besonderes, was bei Werder, was du erzählen darfst? Was dich ein bisschen gestresst hat vielleicht auch? Absolut. Das Singen ist so der Klassiker. Ja. Welchen Song hast du gesungen? Boah, ich glaube, den kennst du, glaube ich, gar nicht. Von Grupp Teckern, wo bist du, mein Sonnenlicht? Ah. Weil ich glaube, das kann man nicht schlechter singen als diese Gruppe. Deswegen habe ich das gewählt. Ja. Ich bin auch kein Sänger, ich habe auch keine Stimme dafür. Deswegen versuche ich immer so gut wie möglich oder so lustig wie möglich rüberzukommen, um die Jungs dann auch mitzunehmen. Weil klar, du bist neu, möchtest direkt einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn du dann mit so einer Nummer kommst, ist lustig. Ja. Und so war es bei uns auch. Hattest du irgendjemand, der dich in der ersten Zeit besonders intensiv begleitet hat? Also sowas wie, also bei uns gibt es sowas wie einen Mentor, der dich die ersten Tage, ne, keine Ahnung, wo sind die Toiletten, ist bei uns so der Klassiker, der Einstieg oder was für Fragen kann ich auch stellen? Wie ist das bei uns zum Beispiel mit Zeiterfassung oder was darf ich was habe ich an Möglichkeiten an Freiräumen? Darf ich das fragen? Darf ich das machen? Oder wen muss ich fragen, um so eine Entscheidung herbeizuführen? Gab es sowas bei dir irgendwie auch, dass du sagtest, jemand an der Seite oder der an der Seite gestellt hat und mal ein bisschen geholfen hat über so die ersten Einstiegshürden. Ne? Wer ist denn hier für was verantwortlich? Wo kann ich meine Sonderwünsche beim Essen abgeben oder sonst was? Ja, also es gibt immer wieder, also klar, Spieler auch haben irgendwie gesagt, wenn du was brauchst, wenn du was suchst oder so, komm auf uns zu, gar kein Problem. Ja. Aber bei mir war es dann auch unser Teammanager, der mich dann so ein bisschen rumgeführt hat und mir versucht hat, alles zu zeigen. Ich dachte nicht so groß, ich komme von den Wegen manchmal immer noch nicht klar. Also ich musste immer noch jemanden fragen, wo kommt es jetzt sein oder wo bin ich jetzt gerade. Wenn ich jetzt in die Klinik muss, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich da hinkomme. So muss ich immer wieder mal nachfragen. Aber ja, das ist halt, da fuchst du dich irgendwann rein und irgendwann läuft das einfach automatisch. Aber ich habe am Anfang auch, klar, unseren Teammanager beiseite gehabt, der mir dann das ein oder andere Mal geholfen hat. Ja, aber die Einstiegshürden hier bei Werder und so. Ja, du bist auch dieses Jahr wieder sehr, sehr erfolgreich mit den Toren. Wie hast du das hinbekommen, diesen Spagat zwischen dem, ich will ganz oben in der Torschützenliste stehen, aber natürlich auch sehr erfolgreich mit Werder sein und möglichst erfolgreich. Und das ist ja so ein kleiner Widerspruch, da könnte ein Widerspruch entstehen. Wie gehst du mit dem Thema um und wie managst du das? Das ist eigentlich ganz einfach bei mir, weil bei mir steht ganz oben, ganz klar, der Teamerfolg. Ja. Ja, das ist halt meine höchste Priorität, die Spiele zu gewinnen. Dafür spiele ich Fußball und mein Ego stelle ich dann hinten an. Ja. Gibt es da irgendwelche Regeln oder Abstimmungen im Vorfeld, wo ihr sagt, bei denen in Situationen auf jeden Fall so handeln, als der Trainer sagt, oder sagst du, das ist 99% dann selbst entscheiden, dieses Abwägen? Nehme ich jetzt die Kugel und hau sie rein und mach das Tor und kriege damit einen Scorerpunkt oder ich lege ihn nochmal quer und dann macht es halt eine Fülli oder wer auch immer. Ja, du hast absolut deine Abläufe, sonst bräuchten wir auch nicht trainieren. Sonst hätten wir uns einfach immer zum Spiel getroffen und sagen, du, wir stellen jetzt 11 Spieler auf und macht einfach. Ja. Klar, man steht auf dem Platz, man hat seine Abläufe, man trainiert das tagtäglich auch, weil du musst ja auch wissen, ist der Ball jetzt außen, wo soll der Ball hinkommen? Mhm. Ja klar, das gibt's schon, aber dann bist du halt auf dem Platz und triffst die Entscheidung. Mhm. Wenn du in der Situation denkst, ja, ich gehe jetzt lieber alleine, weil ich ein gutes Gefühl habe, dann machst du das. Und dann wird auch keiner sagen, ja, aber wir haben das so trainiert, du hättest abspielen müssen. Mhm. Das funktioniert so nicht, das wird auch nie funktionieren, aber klar hast du Abläufe und du handelst dann auf dem Platz selber. Also mit dem gesunden Menschenverstand, und der scheint ja bei dir sehr ausgeprägt zu sein, sonst wärst du nicht so erfolgreich und wäre da auch nicht so erfolgreich mit dir. Ja, wie gesagt, das ist auch bei mir jahrelanges Training. Ja. Deswegen habe ich mich ja auch entschieden, hier hinzukommen, weil ich das Potenzial gesehen habe, dass die Mitspieler mich auch so einsetzen können, wie ich es brauche. Mhm. Und
Ja, klar, gibt es da oder muss man da auch immer reinkommen. Das braucht Zeit. Das geht nicht alles von jetzt auf gleich. Das hat bei mir auch oder bei uns auch Zeit gebraucht. Aber man sieht halt einfach Woche für Woche, dass wir uns da versuchen weiterzuentwickeln, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Und, also als Team zu schaffen, dass du ein Puzzleteil des Teams bist, auch wenn du natürlich als Stürmer, der die Tore macht, sehr präsent ist nach außen, aber trotzdem ein Teil des Teams zu sein, ne? Und die Rolle dann zu finden und nochmal zu sagen, heute bin ich nicht der, die drei Tore macht, ich lege heute mal nur auf, wir sind als Team erfolgreich, das ist das Wichtige. Hauptsache, wir haben die drei Punkte. Absolut, absolut. Ja, man merkt ja auch, dass gerade ich in meiner Person in den letzten Wochen und Monaten sehr im Vordergrund stand, wo ich halt aber immer wieder abgebremst habe und gesagt habe, ja, ist für euch draußen wahrscheinlich auch so, weil ich dann die Tore schieße. Hm. Aber man darf nicht vergessen, dass wir hinten eine Mannschaft haben, die Tore verteidigt, A. Und vorne dann mir die Bälle auch zuspielen. Und das sieht man dann meistens nicht, weil man sieht halt immer nur der das Tor macht. Naja. Aber ich brauche die Leute genauso, wie sie mich brauchen. Ja. Sag mal, was hat denn das mit dem Torjubel auf sich? Hat das irgendeinen Hintergrund? Ja, das war eine oder ist eine Geste für meinen besten Freund. Ja. Ich hatte früher eine schwierige Zeit, auch überlegt, mit Fußball aufzuhören. Und er hat mich halt immer wieder versucht, irgendwie aufzumuntern mit Gesten oder mit Sachen. Mhm. Und ja, das war so eine Geste, die er mal gemacht hat und wo ich mich halt absolut kaputt gelacht habe. Ja. So, und die er immer wieder gemacht hat und ich immer wieder gelacht habe. Weiß nicht, ob es so lustig bei ihm war oder warum er das gemacht hat. Und ja, das ist dann so ein kleines Dankeschön von mir an ihn zurück, dass er in der schwierigen Zeit bei mir so da war und mich wieder aufgemuntert hat. Und ja, deswegen der Torjubel. Ja, also auch da ein Teil des Teams und dein Kumpel, der dich dann absolut mit wieder hochgezogen hat. Und das ist ein wichtiger Wert anscheinend für dich, dass du sagst, ne, du willst Spaß am Job haben, in deinem Leben haben und dadurch dann mal wieder daran erinnert wirst, hab Spaß. Ne, absolut, absolut. Ja. Der Slogan bei Werder heißt ja ein lebenslang grün-weiß. Euer Stadionsprecher, der Arndt, der sagt ja, die Werte, die der Verein vertritt, sind Bescheidenheit, die in der Vergangenheit gezeigt hat. Auch in erfolgreichen Jahren. Und der Erfolg ist mal trotzdem bodenständig zu bleiben, bescheiden zu bleiben. Hanseatisch zu sein, also wenn man mal ein Wort gibt, dass man das Wort auch einhält. Verbindlichkeit, das sind ja so Werte, die der Verein vertritt, die Stadt auch auszeichnen. Was sind dir für Werte so wichtig oder wie hast du die wahrgenommen bei Werder? Die Leute hier im Norden sind sowieso kühl, ja, kühl aber bescheiden so auch. Und ja. Ja, das sind halt einfach auch so Sachen, mit denen man sich dann auch beschäftigt. Und die haben halt absolut bei mir reingepasst. Ja. Und ja, die tragen mich dann jetzt auch mit bei dem Weg, den ich gehe. Und ja, die habe ich mir dann auch sehr zu Herzen genommen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich komplett nachvollziehen. Ist bei uns, bei der Arbeit genauso, dass wir sagen, ne, einmal ein Wort gegeben, dann stehen wir dazu, Verbindlichkeit. Und dass wir Spaß bei der Arbeit haben, so wie du es hier hast, wenn du hier vorne stehst und die Bude machst. Mhm. Und das sind ganz, ganz wichtige Werte auf jeden Fall. Absolut. Ich würde gerne mal mit dir nach oben gleich gehen, auf die Ostkurve, weil du ja normalerweise da nicht bist, hoffentlich nicht bist, weil du ja da sein sollst und die Buden machen sollst. Lass mal hochgehen, würde ich sagen. Machen wir. Duxi, normalerweise sieht man dich ja immer da vorne und dann machst du noch den hier, in den besten Fällen, oder feierst mit, hier oben mal zu sein. Wie ist denn das für dich vom Gefühl? Erstmal was anderes, ne? Also ich war früher auch ab und zu mal im Stadion, aber eher auch unten am Platz als Balljunge. Ja. Aber so im Stadion, so auf der Kurve gestanden, habe ich eigentlich selten, weil mein Ziel war es, genau da zu stehen. Fokussiert auf den Ball. Absolut. Und die Leute, die hier stehen, dann glücklich zu machen. Und ja, aber es ist auch mal was anderes. Aber ich glaube, hier würde ich mich eher nicht sehen, weil ich möchte halt eher, dass die Leute oder die Leute glücklich machen, indem ich auch im Platz die Tore schieße. Ja, das war bestimmt auch besonders schwer. Und du sagst, in Hannover hast du ja wahrscheinlich auch so etwas gehabt. Ne? Du warst in einer Situation sehr erfolgreich mit Hannover und hast auch gutes Geld bestimmt bekommen, dass das Brot abends auf dem Tisch war, genauso wie jetzt auch. Und hast trotzdem den Schritt gewagt zu sagen, ich gehe diesen Wechsel, ich gehe dieses Risiko ein, nochmal irgendwo anders neu zu starten, um eine neue Familie, ein neues Umfeld zu bekommen. Das ist ja vorher, du warst ja auch vorher ein Topstar schon und hast jetzt da ein Umfeld gehabt, wo du
ja, dein Standing hattest und hast gesagt, nee, ich gehe nochmal bewusst nochmal ans Risiko woanders hin. Was war der Grund dafür? Ja, weil ich hatte halt einfach ein richtig gutes Gefühl hier. Mhm. Klar musst du dich halt auch erkundigen. Im Fußballer kennst du natürlich den einen oder anderen, weil ja, wie gesagt, du bist mal da, mal dort, mal hier und man trifft dort Leute. Ja. Hast du dich also über Werder ein bisschen im Vorfeld erkundigt? Ja, natürlich. Ich habe mir auch ganz genau die Mannschaft dann auch angeguckt. Ja. Habe mich da drin auch absolut wiedergefunden. Ja. Und wusste halt von vornherein, dass das funktionieren kann. Und wie ich schon gesagt habe, man braucht diesen, oder ich brauche dieses Wohlempfinden, dass ich zufrieden sein kann, dass ich eine neue Familie, ja, wie sage ich das jetzt am besten, wieder kennenlerne, ja, wieder in eine neue Familie reinkomme. Und das ist mir halt, oder fällt uns dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil man sich dann so aus Ecken und Kanten vom Hören auch dann kennt. Ja. Ja, und das macht das ein bisschen einfacher, glaube ich, für uns. Ja, also als Fußballer, als wenn man so einen klassischen Job ist, dann die Angst, dass man sagt, oh, habe ich denn eine Zukunft bei einem neuen Arbeitgeber oder sowas, die hast du natürlich wahrscheinlich auch gehabt, aber du hast gesagt, komm, ich wage den Schritt, ich gehe den mutigen Schritt und nur so kann man erfolgreich sein. Ne? Absolut. Also, absolut. Sich weiterzuentwickeln, immer weiterentwickeln. Und den Freiraum, den man jetzt hier gerade sieht mit dem großen Stadion, den Freiraum, den Werder dir mitgibt, einfach zu nutzen, zu sagen, komm, ich nutze die Chance, auch ein Baustein von Werder zu sein. Ne? Ja. Ja, definitiv. Absolut. Ja. Luxi, vielen Dank. Sehr gerne. Und dann sage ich viel Erfolg für die nächsten Spiele. Bleib so erfolgreich. Danke fürs Interview. Sehr gerne.